Seid mir gegrüßt, ihr Nerds. Heute bin ich hier wieder an meinen Amiga und zwar habe ich heute mal eine Anwendersoftware rausgesucht, rausgekramt, die ihr vielleicht so gar nicht kennt oder vielleicht in einer anderen Form. Ich mache jetzt mal hier die Diskette rein. Ja, und ihr kennt das wahrscheinlich, ich muss mal wieder ein bisschen näher kommen, ihr kennt das wahrscheinlich auch hier unter Xcopy. Xcopy habe ich natürlich auch gehabt, hat jeder von uns gehabt. Das Größte, was wir gemacht haben, ist natürlich hier Disketten kopiert und hier ist das Programm Zero Virus. Was gerade am Anfang war, das kann man auf dem Bootblock installieren, damit man keine... Ja, wie soll ich sagen, keine Viren auf dem Bootblock transportiert und immer weiß, solange dieser Schriftzug kam, war die Diskette okay. Wenn die nicht mehr kam, dann hatte man sich höchstwahrscheinlich einen Virus eingefangen. So, ich starte das Programm Tetracopy, doch zuvor lege ich noch eine leere Diskette ein. Ich versuche es einfach mal jetzt hier mit Tetracopy. Ja, er hat geladen, da ist auch eine drin. So, jetzt hier dieses Programm. Das ist im Grunde genommen das gleiche wie Xcopy, nur von einem, natürlich einen anderen. Hahn und P. Eberlein. Also die haben dieses Programm höchstwahrscheinlich geschrieben. Und ich kann mich da auch nicht mehr dran erinnern. Und dieses Programm kann sehr viel. Es kann ganz normale Kopien machen. Es kann nibbeln, also einzelne Bits kopieren, einzelne Spuren kopieren. Es kann reparieren, es kann checken, es kann formatieren und löschen. Ja, früher hat man ja auch Disketten gelöscht, um wenn man sie weitergegeben hat, damit derjenige, welcher die bekommen hat, auch nicht seine Privatsachen sieht. Na, ist ja ein bisschen lustig, wenn man so überlegt heute im Internet, was man da alles über Leute erfahren kann. Ja, aber darum geht es ja hier nicht. Egal. Also man kann hier so wunderbar Tetris spielen, während man kopiert. Ich mache mal hier auf Pause. So, man hat jetzt hier die Diskette 1, war ja die Nibble. Oder besser gesagt diese Tetra-Copy mit dem Virus. Und die Diskette 2 ist in der DF1 und die ist leer. Die habe ich vorher formatiert. Und jetzt kann man hier auf Start gehen und warten wir, machen wir anders. Auf Wait und dann auf Start gehen, dann wird die Diskette kopiert. Das macht er jetzt. Das funktioniert auch recht schnell. Und hier mit der Shift-Taste kann ich hier also die Dinger drehen. Die Tetris. Ist übrigens im Augenblick läuft ja der neue Film im Kino. Tetris. Muss ich mir. Oh nee, auf nicht im Kino glaube ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall der neue Tetris-Film muss ich mir auf jeden Fall auch noch reintun. Ist bestimmt gut. Also ich habe am Anfang gedacht, Tetris-Film, was soll das denn? Ne? Aber ich habe da den Trailer von gesehen. Scheint ganz gut zu sein. Ja. So, und was macht er? Er ist jetzt fertig. Ne? Und bleibt beim Tetris stehen, weil ich den auf Wait gemacht habe. Also auf Warten. So, jetzt könnte ich theoretisch die nächste Diskette reinlegen und kopieren und sobald ich auf Start gehe, geht dann das Tetris weiter. Ich mache jetzt einfach wieder Start. Ich hoffe, der merkt das nicht, dass da schon drauf geschrieben wurde. Ne, merkt er nicht. Er überschreibt einfach die Diskette und wie ihr seht, Tetris läuft weiter. Ja. Kann man machen, ne? Ich kann man auch so reintun, löst sich auf, ne? Also ich bin zwar kein guter Tetris-Spieler, aber auch kein schlechter. Oder sagt man das so? Ich weiß nicht. Ja, also man merkt, ich bin kein guter Tetris-Spieler. Was ist jetzt? Einrastfunktion, okay.
Nein, wollen wir nicht. Und er hat wieder gestoppt. Ne? Er hat wieder gestoppt. Und ja, so läuft das. Ne? So, das war dieses Programm Tetracopy und das habe ich hinterher nur noch genutzt. War sehr schwer zu finden. Ich habe das irgendwo, ich habe es natürlich, ich habe sehr viele Disketten noch und das ist garantiert da drauf. Es war auch, so viel ich weiß, Public Domain, aber ganz sicher bin ich mir auch nicht, ob das Public Domain war, aber ja, also es war sehr schwer zu finden. Ich habe das im Internet gesucht und irgendwo gefunden. Ich weiß nicht mehr wo. Das war auf irgendeiner französischen Seite. Ich weiß es gar nicht. Dieses Programm habe ich geliebt. Dieses, weil wir waren ja früher, also ich zumindest, ich habe nur Disketten kopiert. Nur Disketten kopiert, eine nach der anderen. Und ja. Okay, jetzt kommt noch ein Hinweis auf den Kanal hier, wo ihr gerade seid, hier bei mir bei Komoran. Und zwar werde ich jetzt das Video produzieren über meinen Amiga Mini, den ich jetzt seit neuestem habe. Und ich habe jetzt auch das Zusatzgerät bekommen, was ich eigentlich nicht unbedingt für den Mini-Betrieb haben sollte. Aber ich wollte auch. Wie soll ich sagen? Ich wollte auch ein vernünftiges Video machen. Ich versuche es euch zu, ja, nicht zu langweilen. Jetzt labere ich natürlich auch wieder hier bei diesem Tetracopy so viel, was eigentlich damit gar nichts zu tun hat. Aber ich wollte ein vernünftiges Video machen. Ich gehe jetzt einfach mal auf machbar weit weg hier und Pause weg. Dann kann ich hier weiterspielen, während ich spreche. Ich mag eigentlich Tetris total. Und gucken wir mal, ob ich das hier hinkriege. Das war der falsche. Du solltest da rein. Jetzt habe ich mich total verbaut. Ist auch egal. Es geht ja hier nicht darum, dass ich hier Tetris-Meisterschaft gewinnen werde. Ich sowieso nie. Wobei man bei Tetris auch vieles wieder gut machen kann. Jetzt hat man natürlich hier, der ist natürlich Mist. Aber den kann man auch gut machen, indem man den jetzt links reindrückt. So. Hat natürlich sehr viel verbaut. Der passt gut links rein. Jetzt wird es langsam kritisch. Der ist gut, den kann man gut gebrauchen. Kann man viel mit wettmachen. Ich bin mir sicher, wenn ich mich jetzt hier richtig anstrengen würde, würde ich das auch wieder hinkriegen. Ja, er macht hier wieder diese Einrastfunktion. Natürlich mache ich das hier auf einem Emulator. Ich habe zwar einen Amiga, ich habe tatsächlich noch einen Amiga 500. Der funktioniert auch, aber dieses Signal abgreifen ist schon schwierig. Ich habe jetzt Tetris verkackt, ne? Das war's jetzt. Okay, aber ich mache jetzt hier Ende für heute und gucken wir mal, was demnächst kommt. Was sagt ihr zu diesem Format? Ich könnte auch mal ein paar Anwendungen zeigen, nicht nur immer Games. Und ich habe auch vor, mal so Nintendo-Spiele und so weiter. Mein Kanal heißt zwar Komoran für Commodore und Run, ne? Aber ich bin natürlich auch mit anderen Sachen groß geworden, wie Nintendo, wie Nintendo Switch habe ich nicht, oder auch Nintendo, Super Nintendo und so weiter. Und andere Konsolen, Atari natürlich auch. Atari war sogar noch, ja, eigentlich parallel. Mein Bruder hatte Atari, ich hatte C64. Ja, was haltet ihr davon? Könnt ihr mal bitte, was heißt bitte, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wenn ihr irgendwelche Spielewünsche habt. Demnächst werde ich vielleicht diese Woche noch auch einen Livestream machen auf diesem Kanal. Wenn ihr wollt, könnt ihr zuschauen, euch beteiligen. Ich lade auch immer ganz gerne Gäste ein. Ich mache dann so eine Quasselrunde wie immer. Wenn ihr Bock darauf habt, könnt ihr gerne zugucken oder auch in dem Chat schreiben. Und ich werde das auch auf meinem Hauptkanal veröffentlichen, damit eventuell noch ein paar andere Leute kommen, die auch Commodore gucken, weil da habe ich auch noch ein paar Commodore-Sachen, die ich natürlich nicht löschen werde. Aber ich werde da keine Commodore-Sachen oder Games-Sachen
machen, weil das ist ja eigentlich ein Schnittkanal, da geht es um Videoschnitt und Grafikbearbeitung. Aber egal, jetzt habe ich echt genug gelabert. Ich wollte euch auch nicht langweilen. Wer es bis hierhin geschafft hat, Hashtag TetraCopy. Ne? Ihr wisst Bescheid. Okay, bis demnächst, euer Uwe. Ciao.